15. Oktober 1945. Diese Nacht habe ich besser geschlafen. Nach der Flaggenparade will ich zum Arzt. Ich werde nämlich immer dicker. Nun muss ich um 15 Uhr ins Revier einziehen. Wie ungern ich dahin gehe, glaubt keiner. Hätte ich das gewusst, ich wäre nicht zum Arzt gegangen. Nun packe ich meine Sachen. Und um 3 Uhr geht's ins Revier. Nun liege ich im Revier. Man hat allerlei Vorteile. Erstens ein Bett und zweitens elektrisches Licht. Das ist herrlich. Verpflegung ist ganz gut. Gegen 4 Uhr gab es ein Stück Käse. Geschmack hatte er keinen. Er war wie Vollgummi. Er ist aus Magermilch. Abends gab es einen halben Liter Essen und ein Viertel Brot. Als ich alles gegessen hatte, hatte ich immer noch Hunger. Der Arzt sagt, das Wasser, welches ich habe, Ödemkrankheit nennt sich das, das sind die ersten Anzeichen von langen Hungern und Unterernährung. In Brezenheim ging es mir aber noch viel schlimmer. Da glaubte ich, mir wären die Beine geplatzt. So dick waren die. Sechzehnter Oktober 1945. Die erste Nacht habe ich im Revier nun hinter mir. Geschlafen habe ich sehr schlecht. Mein Nebenmann hat so viel gehustet, dass ich nicht schlafen konnte. Morgens gab es 20 kleine Kekse und nachher gab es nochmal ein Kochgeschirrdeckel voll Quark. Gegessen habe ich alles. Nun warte ich schon wieder auf das Mittagessen. Mittag ist vorüber. Bis 3 Uhr ist Bettruhe. Schlafen kann ich aber nicht. Ich liege wach im Bett und denke an zu Hause, an mein Ernerlein und an die Kinder, an meine Mutter. Ob ich sie alle gesund wiedersehe? Manchmal ist es kaum zum Aushalten vor Heimweh. Um 5 Uhr kam der Käsemann mit dem Vollgummikäse. Ich will mir den Käse aber aufs Brot aufbewahren. Am Nachmittag war Lippert da. Ich mag ihn nicht besonders. Wir sprachen miteinander. Meine Gedanken sind aber doch immer in der Graf-Karnitz-Straße. Nun hat es auch das Brot gegeben. Quark und Essen gab es auch. Beinahe wäre ich satt geworden. Wenn es so bleibt, will ich zufrieden sein. Um 9 Uhr habe ich mich schlafen gelegt. Siebzehnter Oktober 1945. Geschlafen habe ich gut. Um 6:30 bin ich aufgestanden. Mein Gesicht war sehr geschwollen. Nachher hat es noch einige Kekse gegeben. Heute Nacht habe ich mal wieder vom Essen geträumt. Ich möchte so gerne mal Zuckernudeln essen. Wenn ich mal nach Hause komme, werde ich gleich welche machen. Vom Rübenkraut träume ich auch immer. Ob mein Ernerlein noch welches gemacht hat, das wäre zu schön. Ich denke gerade daran, dass ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr in einem Bett gelegen habe, sondern immer auf der Erde. Im Revier gefällt es mir gut. Hoffentlich kann ich bis zum Abtransport hier bleiben. Ein Messer habe ich mir auch gemacht. So ist man doch nicht immer auf andere angewiesen. Jetzt sitze ich des Abends immer auf meinem Bett und esse. Ein Stück Sperrholz habe ich mir gesucht. Da schneide ich meinen Käse und mein Obst in kleine Stücke und esse dann. Das ist so gemütlich. Es müsste bloß mehr sein. Achtzehnter Oktober 1945. Heute Nacht habe ich einigermaßen geschlafen. Es war zu warm. Morgens gab es 2 Stück Knäckebrot zum Kaffee. Nachher habe ich mich rasiert und Zähne geputzt. Bald kam auch der Arzt zur Visite. Das geht schnell.
Der guckt einen an und die Sache ist gut. Was soll er sonst auch machen? Medikamente sind keine da. Dann bin ich mal zu meinen Kameraden, zu Baracke 14 gegangen. Dort habe ich mein Messer scharf gemacht und bin geblieben, bis die Sirene zum Mittag heulte. Dann habe ich gegessen. Das Essen schmeckt immer. Kein Wunder bei so einem Hunger. Von 1 bis 3 ist immer Bettruhe. Das ist eine langweilige Zeit. Schlafen kann ich nicht. Man wartet bloß wieder auf den Abend, oder besser gesagt, auf das Essen. Es gab Hartzwieback, gekocht mit Zucker und Zimt. Das schmeckt wunderbar. Nach dem Essen habe ich gelesen, bis um 9 Uhr das Licht ausging. Der Saalsani kam noch mit der Mundharmonika und hat uns etwas vorgespielt. Oktober 1945. Eine Nacht vergeht wie die andere. Wenig Schlaf, viel Grübeln. Immer denke ich an zu Hause, wenn man doch einmal einen Brief bekommen könnte. Ob mein Ernerlein wohl in Saarlautern war? Was habe ich das schon bereut, dass ich zu Frau Lippert gesagt habe, sie möchte mitkommen. Aber wer konnte ahnen, dass wir so plötzlich da wegkommen? Jetzt hoffe ich täglich, dass die Waggons für den Krankentransport eintreffen. Es wäre herrlich, wenn sie da wären. Vormittags habe ich eine Öse an meinen Stiefel genäht. Jetzt ist Bettruhe. Aber ich schreibe, dafür geht die Zeit besser. Vom Nachmittag ist nichts mehr zu berichten. Er vergeht wie alle anderen. Abends war der Sani wieder auf unserer Stube. Er hat uns etwas vorgelesen und auf der Mundharmonika gespielt. Oktober 1945. Schlafen tue ich jetzt besser als sonst. Es ist auch etwas kühler geworden. Heute ist Sonnabend. Was war das immer für ein herrlicher Tag früher? Der schönste Tag der ganzen Woche. Wie denke ich da an zu Hause? Aber nun sollte ich nicht denken. Das macht einen bloß kaputt. Glücklich sind die Kameraden, die das können. Ich mache mir über alles zu viel Gedanken. Morgen ist mal wieder Sonntag. Könnte ich doch nur diesen Tag mal zu Hause sein. Was gebe ich darum? Nur den Mut nicht sinken lassen. Auch das kommt einmal wieder. Der liebe Gott verlässt uns nicht. Wie oft habe ich das schon gespürt. Immer wenn die Not am größten war, hat er uns, Ernst und mich, wieder geholfen. Es kam uns wie ein Wunder vor. Wenn ich wieder zu Hause bin, gehe ich den ersten Sonntag mit meinen Ernerlein entweder zu ihrer Gemeinde oder in die katholische Kirche. Ich freue mich schon sehr darauf. Na, für heute Schluss mit dem Schreiben. Es ist nichts Besonderes mehr los. Oktober 1945. Heute ist Sonntag. Welch ein Gefühl, wenn ich an zu Haus denke. Es ist nicht zu beschreiben, was mein Ernerlein wohl macht und die Kinder. Immer muss ich daran denken. Der Vormittag ist ziemlich lang, von 9:30 bis 12. Ich habe mir ein Buch geholt. Ist ganz nett zu lesen. 1000 Jahre deutscher Walfang ist der Titel. Am Nachmittag bin ich zu einer Feierstunde gewesen, veranstaltet vom Sängerchor. Es war sehr schön. Der französische Lagerkommandant war auch da. Das Wetter ist schlechter und kühler geworden. Es hat schon einige Male geregnet.